Geht's der Erde gut, geht's uns allen gut. Die meisten von euch werden diesen Spruch schon mal in einer anderen Form gehört haben. Warum bedient sich aber jetzt die Erde des Spruches, der eigentlich von der Wirtschaftskammer kreiert und verwendet wurde? Die Antwort ist ganz einfach. Wir wollen ein Zeichen setzen. Wir wollen zeigen, was für uns im Fokus unseres Denkens steht. Nämlich der Mensch und seine Bedürfnisse. Und nicht die Wirtschaft und auch nicht das Geld. Wenn wir unsere Natur ausbeuten, den lebensnotwendigen Raum für Tiere und Menschen zerstören, dann geht es weder der Erde noch uns gut. Egal wie dienlich das für die Wirtschaft ist. Egal wie viele Arbeitsplätze geschaffen werden, egal wie sehr die Wirtschaft floriert, das wird die Zerstörung unseres Planeten nicht beenden. Ganz im Gegenteil, oft treibt genau dieses Verhalten die Zerstörung weiter voran. Aber wir brauchen die Ressourcen, die unser Planet für uns bietet. Wir brauchen die Luft und das Wasser und all die anderen lebensnotwendigen Dinge. Und genau deswegen müssen wir auf unserem Planeten aufpassen. Genau deswegen wollen wir Verantwortung für unsere Erde übernehmen. Genau deswegen wollen wir die Bedürfnisse des Menschen wieder in den Mittelpunkt unseres Denkens und unseres Handelns stellen. Wir haben keinen Ersatzplaneten parat und wir sollten unsere Erde auch nicht so behandeln, als hätten wir einen. Wir leben in einem ökologischen Kreislauf und all den Müll, den wir produzieren, kommt früher oder später wieder zu uns zurück und wir werden ihn wieder konsumieren. Deswegen gilt, geht's der Erde gut, geht's uns allen gut.